Die Frage ist bloß, wo brennt's gerade? Ich glaube, ich werde mir das alles mal von oben ansehen müssen. So, Rauchschwaden suche ich. Da. Halt nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. Oh, das wirst du. Automatisch. Ich finde, das ist immer noch die angenehmste Art, durch die Gegend, durch die Stadt zu fahren. Also zu fliegen. Sich zu bewegen. So, da brennt's aber richtig, ne? Warum zögern du, Sir? Was willst du denn noch erreichen? Du kannst jetzt kein Vermächtnis mehr hinterlassen, dass ich nicht niederbrennen werde. Das Einzige, was du niederbrennen kannst, ist etwas, was du... was eh keinen Sinn hat. So, warte, jetzt muss ich erstmal hier mich konzentrieren und kann jetzt hier nicht... Boah, sag mal. Na, Kumpel? Alles gut? So sieht's aus, mein Junge. So, wo kann ich denn hier die Sprinkleranlage anschalten? Ah, da. Die Stromversorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen, um den Brand zu bekämpfen. Es ist vorbei, Firefly. Niemals! Gotham wird brennen und du mit ihm! Mit ihm? Mit der Batman, mit der Gotham, oder was? Ich verbrenne dich zu Asche! Von dem Wagen bleibt bald nur noch Asche übrig! Ja, die Framerate kommt mal so richtig in die Knie. Brenn doch nicht alles ab. Da muss doch wieder nur der Steuerzahler zahlen. Ah, niemand? Okay. Neue Begegnung mit Firefly? Wie beim letzten Mal. Er greift die Feuerwachen an. Er fühlt sich wohl persönlich angegriffen. Pass auf die anderen Wachen auf, Alfred. Sag mir, wann er angreift. Gut, 2 Verbesserungspunkte erhalten. Sehr schön. Ich frage mich, was haben wir denn hier noch? Finde den Mörder. Ach so, der hatte doch mit
Na, wie war das? Mit klassischer Musik immer auf sich aufmerksam gemacht. Aber wir werden erstmal den nächsten. Genau. Er steht direkt an der Bank in Kingston. Ich werde ihn zum Lager verfolgen. Mach dich auf Widerstand gefasst. Der Pinguin wird seine Waffen nicht aufgeben wollen. So. Du verhältst dich seltsam. Deine Mutter verhält sich seltsam. Okay. Wir müssen hier noch so einige Sachen erledigen. Batman, good for Gotham. Was für eine lustige Werbung. Ich glaube, da muss ich aber auch mal ein bisschen. Aber würde man da. Würde man. Würde Batman Werbung machen? Oder würde er es erlauben, dass irgendjemand Batman Werbung in seinem Namen macht? Das finde ich jetzt doch ein bisschen merkwürdig. So, einmal den Unterbrecher. Zack, da. Ich kann mir nicht merken, wo der ist. Habe ich vielleicht was von Scarecrow's Gas eingeatmet? Was ist passiert? Was zum Teufel? Wer ist da? Boah, Scheiße! Fahr! Fahr! Es ist Batman! Oh Gott, es ist Batman! Er verfolgt uns! Wir haben Gas! Schalte ihn ab! Ich versuch's! Nein, Fuß los! Er holt uns ein! Nein, 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 nein! Wir fliegen in die falsche Richtung. Nein, wieso? So. Wir haben ihn wohl abgehängt. Gott sei Dank. Jetzt schnell, bevor er uns wiederfindet. Du bringst uns zu einer kleinen Stelle, oder? Aber sicher, vielleicht ist das unsere einzige Chance. Die Annahmestelle. Für Großkotze. Das ist ja wohl eine Frechheit. So, da ist er. Da ist er ja. Ich langweile mich hier zu Tode. Ja, dann fahr doch mal nach Hause. Zum Abknallen. Früher hieß es noch, ich brauche was zum Knallen, und jetzt heißt es, ich brauche was zum Abknallen. Ein Mann meines Kalibers sollte nicht Wache schieben. Batman, es ist Batman! Warum habe ich mich hierher schicken lassen? Das frage ich mich auch. So, da sind wir. Ein Mann
Nee. Wo kommen wir da bloß rein? Okay. Der Pinguin hat ein Waffenlager in der Nähe des Fischmarktes in Drescher. Alles wie gehabt, Dick. Geht klar. Na komm mal her. Alles gut? Na, da kommen wir doch rein. Hast du Munition? Ja. Bobby, hör mir auf. Was ist mit dir, Knuckles? Hört ihr das? Was? Könnte schwören, ich hätte was gehört. Ist nur der Wind, der durch deinen Kopf bläst. Leck mich. Hey, Klappe, Jungs. Okay. Hier kommen wir nirgendwo hin. Deswegen rutschen wir doch mal. Ich frag mich, wie es Peaks da vorne geht. Hat ihn echt angepisst, dass er Wache schieben muss? Doppelangst ausschalten. So, meine Damen und Herren, wird's gemacht. Fisch. Und Fisch mit Koks? Einmal, ich hätte gerne 500 Gramm Fisch mit Koks. Gleich schon vorne weg. Nee, das ist die falsche. Hier müssen wir natürlich hin und wir explodieren. Ein wenig. So sieht's aus. Ach, und hier kommen wir weiter runter? Ich muss einen Weg in den Sicherheitsraum finden. Es wird da drin sein. Da wird's drin sein? Ja, dann mal rein da mit dir. Ach so. Die Bedclaw. Ach, die Bedclaw, richtig. Ja, natürlich. Da oben war doch hier so ein Gitter. Was machen wir hier eigentlich? Wir beschützen das Zeug hier. War eine rhetorische Frage. Hast du ein Wörterbuch gefressen oder was? Da draußen gäb's jetzt so viel zu plündern. Sicher beim Boss beschweren, wenn er zurückkommt. Drei auf einen Streich. Ja. Vergiss nicht, wir arbeiten immer noch für den Pinguin. Hältst du mich für einen Trottel? Böser Mann. Und da war der Letzte. Na los, gib schon zu, Bruce. Das macht dir Spaß. Ich bin erst zufrieden, wenn der Pinguin seine gerechte Strafe erfährt. Du warst immer gut darin, Partys zu ruinieren. Gar nicht. So, wir reden mal wieder mit Nightwing. Ach ja, komm, wir reden mal wieder mit Nightwing. Ich sag's schon, aber ich drück's hier, tu's nicht. Nenn mich verrückt, aber wir könnten Pinguin schneller finden, wenn wir uns aufteilen. Ich kann so einen Raum selbst schaffen. Lass dir nur Zeit mit deiner Zustimmung. Ja, das werde ich auch. Du Jungspund. Erstmal wird hier jetzt mal wieder ein bisschen aufgeräumt. So, dann machen wir hier mal die dicke, schwere Tür zu.
alleine. Nightwing hilft natürlich nicht, weil, ist ja klar, muss man ja auch nicht. Ist ja optional. Lässt er so einen alten Mann einfach hier alleine arbeiten? Batman kommt doch ja auch irgendwann in die Jahre. So, hier steht einer. Eigentlich könnte ich doch hier schon... Ich bin noch zu nah dran, um die Ladung zu zünden. Ja, hast Pech gehabt, ne? Ich sollte sie erst zünden, wenn ich weiter weg bin. Na, ihr habt alle Pech gehabt, ne? Tja, wir haben den Pinguin vermutlich nicht glücklich gemacht. Es können nur noch ein paar seiner Waffendepots übrig sein. Such weiter. Sag Bescheid, wenn du etwas finden solltest. Na klar. Ich will auf keinen Fall verpassen, was für ein Gesicht er macht. Ja, ich glaube, du hast da nicht die richtige Einstellung. Wo komme ich denn hier raus? Ach, da. Und hier ist die Tür. Gehe zur Missionsauswahl. Ich hatte doch... Sag mal, was ist denn heute mit der Framerate? Haben die das Spiel etwa nicht ordentlich optimiert? Könnte das der Grund sein? So, da ist so ein kleines... Achso, du musst dich in der Nähe einer Straße befinden. Ich bin hier direkt neben einer Straße. Wie war das? Ach so, ja. Guck mal, die Dinger. Ich bin mal überlegen, ob ich das mal in Angriff nehme. Aber nicht von dieser Seite. Vielleicht von dieser. Batman läuft alleine durch die Stadt. Es ist leider kein... Übrigens ging ich wegen Batman zum Militär. Nicht wahr? Doch, doch. Das war, bevor er überhaupt einen Namen hatte. Ich begann, die Dinge anders zu sehen. Ich dachte, ich könnte was verändern. Dann hat er das Leben voll eins verpasst. Ich war halt jung. Und jetzt bist du hier und willst ihn erledigen. Kann ich da nicht mich dran halt hängen? Wieso konnte ich mich denn da nicht dranhängen? Was ist das denn für eine Pipi? Ja, lauft weg. Vor mir. Denn ich bin Batman. Und ich hecht springe hier und die, durch die Gegend. Habe ich mich etwa geirrt? Hey, wirst du mir Robin und den Commissioner überlassen? Ja. Du hast so viele Menschen gerettet. Und es könnten so viel mehr sein. Es kostet dich nur das Leben zweier Freunde. Ach, hier kann ich. Hier kann ich mich sogar in der Luft festhalten. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist ja alles nicht so gut. Aber guck mal, da hinten kann ich vielleicht... Da gibt es vielleicht einen Weg rein. Als der Commissioner es vermasselt hat, ist Scarecrow ausgerastet. Hat irgendwem die Hand ins Gesicht gerammt und es als Baseballhandschuh benutzt. Ja, das ist auch nicht so nett. Ah, wie öffnen? Ach, guck mal, da öffnen. Ja, das ist doch hier. Das ist ja gleich eine ganz andere Voraussetzung. Keine Ahnung, wo der Pinguin diese Waffen her hat, aber was auch immer der Arkham Knight ihm dafür bezahlt, es ist nicht genug. So. Haben wir denn hier irgendwo mal was jenseits von... Gegnern ist. Also weit, weit weg. Irgendeiner, der mal alleine steht. Wie bei einer Scheidung, finde ich ja schön. So, kann ich denn mit dem... Für 60 Sekunden... Ja, nicht bloß großartig denken, sondern einfach mal machen. So, das finde ich hier aber auch ganz... Wir sind tausend und er ist allein. Dieser Job ist doch besser, als in der Wüste abgehauen zu
abgelaufenen Rationen zu pressen und sich beschießen zu lassen. Das kannst du laut sagen. Sogar meine Schutzweste passt mir. Der Privatsektor, Mann. Okay, das Ding werde ich gleich nochmal neu starten hier. So, die Frage ist bloß, ich glaube, das mache ich hier rüber. Okay. Pause-Menü? Nein. Sag mal. Also wirklich. Oh. Das Ding müssen wir noch irgendwie ausschalten. Aber wie? Ich kann da jetzt hier nicht ewig... Ach, guck mal da. Blenden. Aber wie mache ich denn das Ding jetzt kaputt? Kann ich das einfach in die Luft jagen? Naja, sieht nicht so aus. Ja, auch nichts machen? Nö. Ach, hier vielleicht. Auch nicht. Batman ist nicht wirklich eine Fledermaus, oder? Nee, Batman ist nicht wirklich eine Fledermaus. Ich hab ihn nämlich vor kurzem gesehen. Echt aus wie eine riesige Fledermaus. Ach nee, eine Rauchbombe doch nicht. Wieso habe ich denn die Rauchbombe ausgewählt? Wie mache ich... Ach, da... Einmal bitte ausschalten. Sir, Ihr Angriff hat den neuen Kommandanten der Miliz alarmiert. Den Nachfolger des Arkham Knight. Er ist von der streitlustigen Sorte und verlangt, über einen offenen Kanal mit Ihnen zu sprechen. Geben wir ihm, was er will. Sehr wohl, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Batman. Ist eine Weile her. Slade. Codename Deathstroke. Und ich habe einen Auftrag. Nun, wie ich mich erinnere, sagtest du mal, ich mache dir keine Angst. Aber unser gemeinsamer Freund, der Arkham Knight, der denkt anders. Er kam zu mir, sagte, ich wäre der zäheste Bastard, gegen den du je gekämpft hast. Der Knight ist fort, Slade. Du bist ein Söldner ohne Job. Nicht ganz. Ich habe meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, den Job abzuschließen. So, kann ich das Ding denn jetzt auch irgendwie abschalten oder bleibt das jetzt so an? Oder muss ich das irgendwie mit Strom beschießen? Auf der Jagd. Versuchst du dir selbst Mut zu machen, bevor du mir den Mut übertrittst. Weiß der Geier. Ich bin da mal weg. Mit wem redet er denn? Ich fahre jetzt hier einfach mit dem Dings hin und dann... Okay, okay. Wir machen bei einer der zwei Ausschreitungen mit, aber nicht. Da ist er. Rami. Na, das war aber knapp, Leute, ne? So sieht's aus. So, kann ich das Ding jetzt kaputt schießen? Batmans
Ah, sehr schön. Das war echt mutig, wie der Alte dich gerettet hat. Ja, ja. So. Dann wollen wir noch mal gucken, was haben wir denn als nächstes? Da oben haben wir noch Herrscher der Straße. Da müssen wir auch noch mal machen. Hier können wir jetzt noch mal einen kleinen Auftrag machen. Ich habe einen von Pinguins Trucks gefunden im Hof von Falcone Shipping. Gut gemacht, Dick. Ich gehe zu Fuß hin. Das wird uns zu einem weiteren von Pinguins Waffenlagern führen. So, was war das denn eben für eine spezielle Batman-artige... Wow, 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 wow. Entschuldigung. Das Signal wird schwächer. Ist das, was ich glaube? Es ist Batman! Gib mir weh! Pass auf! Es ist Batman! Arsch! Los! Los! Batman hat gerade meinen Arsch gerettet. Ich kehre zur Basis zurück. Ja, dann mal los, ne? So, ich fahre doch hier gerade da weiter. Wieder rennt er mir direkt ins Batmobil rein. Dann ist er wohl... Das ist definitiv besser als für die Rebellen. Jetzt, wenn ich sie mit dem Batmobil verfolge, werden sie mich bemerken. So, dann machen wir das natürlich zu Fuß. Wie mehrere. Wie vom Cluemaster gehört. Du warst Rätsel, oder? Der Kerl hinterlässt Hinweise am Tatort, keine Rätsel. Der Cluemaster? Ich habe zuerst der Cluemaster verstanden.